auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand zwischen unserem SV-Spielberg und unserem Ravensburg. 2:2 nach einem 0:2 Pause-Rückstand. Gratulation. Nick, ihr habt einen guten, ja, eine gute Aufholjagd gestartet, 0:2 aufgeholt. Vom Spielverlauf, verdientes Unentschieden oder wären 3 Punkte drin gewesen? Was meinst du? Insgesamt denke ich schon, dass 3 Punkte drin gewesen wären. Aber nach unserem Start, wie schon die ersten 3 Spiele auch, wir kommen irgendwie immer ohne Spannung, ohne Aggressivität raus. Dann liegen wir unnötig durch 2 vermeidbare Gegentore zu einem hinten. Und dann wurde es immer besser, müssen eigentlich vor der Halbzeit schon 2:1 machen. Ich hatte da Riesenchance und Eddie kann auch noch eins drücken. Ja, und dann zweite Halbzeit sind wir viel, viel besser rausgekommen mit sehr viel Engagement. Dann mache ich 2:1 nach einem schönen Pass von Eddie. Ja, und dann hatten wir Chance um Chance. Ich muss eigentlich schon 2:2 machen, so aus 3 Metern einmal. Aber dann mache ich halt kurz danach 2:2. Und dann waren wir drauf und dran, 3:2 zu machen. Haben dann Glück und in der gleichen Situation Pech, wo unser Spieler rot kriegt und gleichzeitig das wahrscheinliche Tor zurückgenommen wird. Ja, und dann haben wir es mit 10 Mann gut verteidigt. Nur einmal, so 2 Minuten vor Schluss, nochmal Glück, dass der Spieler von Ravensburg den Ball aus 3 Metern, so wie ich, übers Tor schießt. Also insgesamt, ja, guter Punkt. Ja, dennoch hast du 2 Tore heute gemacht. Wie ist dir das gelungen? Ja, wie schon gesagt, das erste Tor war gut vom Eddie. Schöner Pass in die Tiefe und dann nehme ich den Ball einmal an, war direkt vor dem Tor und mach das Ding halt rein. Beim zweiten habe ich es gar nicht so genau gesehen, war irgendwie Flanke und dann ist der Ball irgendwie rausgeköpft worden und ich war im Rückraum und schieße den Ball halt rechts unten rein. Ja, das war's eigentlich. Ja, es hört sich nicht so an, als ob du zufrieden bist mit deiner Leistung. Wie siehst du es? Doch. Also zufrieden bin ich schon, bloß mit 2 Toren auch und mit der Leistung eigentlich allgemein auch. Bloß, ich sag's, geht immer mehr. Ich hätte 1 Tor, hätte ich noch machen können. Gut, du bist ja in diesem Sommer dazugekommen. Trägst dazu bei, die Mannschaft verjüngt zu haben und den Umbruch mitgestaltet zu haben. Ja, wie läuft's? Wie hast du dich eingefunden? Gut. Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Haben viel Spaß, müssen halt jetzt noch ein bisschen mehr punkten. Aber ja, Mannschaft ist gut drauf. Im Training, sehr viel Zugtraining und ja, ich denke, in den nächsten Spielen holen wir dann auch unsere Punkte. Ja, nächstes Spiel gegen Villingen wird sicherlich nicht einfach. Ja, natürlich. Villingen letztes Jahr bei den Aufstiegsspielen um Regionalliga dabei gewesen, ist natürlich sehr, sehr schwer, vor allem auswärts auch noch große Aufgabe, aber so wie wir heute gespielt haben, können wir auch dort bestehen und vielleicht sogar mal einen Dreier mitnehmen. Nick, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, Mandy. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.